Das kann nur wieder Ärger bedeuten. Wie siehst du denn aus? Wie siehst du denn aus? Ich wusste, dass er genau diesen Satz sagt. Dommel kann Business. Das wissen wir alles ja. Egal, welches Business Dommel bisher gestartet hat, es ist kläglich gescheitert. Heute hat Dommel eine neue Idee und zwar will sie Schokolade verkaufen. Heute wieder aus dem Hotelzimmer hier aus Barcelona. Sind wir spontan hergeflogen, also wundert euch nicht. Wir labern nicht lange. Los geht's. Hallo, die Dommel hier. Ist da der Herr Großhändler? Ich brauche ganz viel Schokolade. Der Herr Großhändler. Okay. Schade. Als würde der mit Nachnamen Großhändler heißen. Ja, das ist super. Ja, nee, die Adresse habe ich. Alles klar, dann komme ich gleich vorbei. Danke. Tschüss. Okay, Dommel steht vom Supermarkt, ist sehr euphorisiert und hat gerade mit einem Großhändler telefoniert. Es kann ja nur großartig werden, meine Damen und Herren. Eine halbe Stunde später. Dommel muss die Massen an Schokolade, die sie beim Großhändler kaufen will, irgendwie transportieren. Oh nein. Zum Glück hat sie dafür noch einen alten Bollerwagen im Keller stehen. Sehr professionell, Dommel an der Stelle. Sie hat jetzt bei einem Großhändler Massen, es wurde hier gerade von Massen geredet, Massen an Schokolade gekauft, die jetzt mit einem Bollerwagen abgeholt werden. Also Seriosität, Professionalität wird bei Dommel groß geschrieben. Hätte ich ja bloß Marianne gefragt. Ey. Ja, nee. Da Marianne hätte alles wieder zehnmal besser gemacht, weil Marianne weiß, wie es geht. Marianne ist Queen, ja? Wohl oder übel alleine dadurch. Wenn sie den schon hochzieht, kann ich nicht zugucken, dass da irgendwas kaputt geht. Zum Glück befindet sich der Großhändler in Laufweite. Mhm. Ja, wenn er auch weiter weg wäre als Laufweite, dann würde Dommel nicht einen Fuß krümmen, ja? Da hat sie schon mal gar keinen Bock drauf. Alles, was weiter weg ist als 100 Meter, da ist Dommel aber ganz schnell raus. Wirklich glücklich darüber ist das Pfundsweib trotzdem nicht. Nee, vor allem diese seriöse Stimme. Das Pfundsweib ist trotzdem nicht darüber glücklich. Ich hätte Onkel Norbert ja lieber mal... Hat sie sich gerade noch einen Snickers reingepfiffen. Das war ganz kurz nur zu sehen, eine halbe Sekunde. Aber sie hat gerade in dieser Pausesequenz hat sie sich noch schnell einen Snickers reingepfiffen. Ja? Meinen Adleraugen entgeht gar nichts, meine Damen und Herren. Was einen Transporter fragen sollen. Das Ganze hin und her mit dem Bollerwagen und der ganzen Schokolade, das ist so anstrengend. Domme konnte eine Menge abgelaufener Schokoladenkalender. Habt ihr dieses Wort gehört? Ich habe da vom Sprecher gerade ein Wort wahrgenommen. Und zwar klang das so viel wie abgelaufen. Ich ahne Böses. Dommel kauft abgelaufene Schokolade für günstig ein, ja, für einen schmalen Taler, ja, und verkauft die halt wirklich zu Halsabschneiderpreisen weiter, ja. Da ergattern. Das. Doch auch andere haben auf das braune Gold abgesehen. Hat er gerade Schokolade geklaut nebenbei? Da passieren ganz viele Details, Freunde, viele Probleme hier. Ja, man muss nur ein Auge über den Rahmen, es passieren hier ganz, ganz viele Dinge parallel, Freunde. Dommel konnte den dreisten Dieb zwar nicht erwischen, aber mit dem restlichen Schokoberg lässt sich doch wohl sicher etwas anfangen. Ja, die Hälfte isst sie erstmal selber auf. Und den Rest verkauft ihr zu Wucherpreis, mein Dommel. Kann ich das schon so sagen. So. Das waren die letzten. So, jetzt nur noch einschmelzen. Jetzt kommt das Schwierigste. Das war ein alter Adventskalender, ne? Die hat sich schön uralte, verstaubte Adventskalender besorgt, schmelzt die jetzt alle ein und macht daraus neue Schokolade und verkauft das als teure neue, wahrscheinlich Pralinschokolade. Zu Wucherpreisen. Ich glaube, mein Schwein pfeift, meine Damen und Herren. Die Schoki, die muss jetzt raus aus den Kalendern und rein in den Topf. Ganz schön viel Arbeit für so ein bisschen Schokolade. Ja, Dommel, von nichts kommt nichts. Aber dafür? Also Dommel würde am liebsten, dass das Geld ihr zufliegt, ja? Das ist schon zu viel Arbeit für sie. Egal, was du bisher an Arbeit gemacht hast, Dommel. Es ist glücklich gescheitert, meine Liebe, ja? Also, ne? Einfach mal jetzt mal machen, mal was durchziehen. Mach mal Tante Marianne stolz. Und mach mal vor allem mich stolz. Mann! Die Schokolade besonders günstig? Aber ich glaube, das hat sie ja schon mal gar nicht so schlecht gemacht, dass sie Wasser zum Kochen gebracht hat und dann in einem anderen Topf, in dem kochenden Wasser, die Schokolade, ja, dann zum Schmelzen. Weil unten sonst würde die anbrennen in den normalen Topf und ins Wasser zu legen. Aber ich hätte Dommel beides zugetraut. So, deswegen bin ich sehr überrascht, dass
dass sie das tatsächlich korrekt macht, ja. Geschmolzene Schokolade. Da kann die frisch gebackene Geschäftsfrau einfach nicht widerstehen. Das ist einfach so geschmolzene Vollmilchschokolade. Und die saut sich da komplett wieder ein. Und die leckt das vor allem ab. Andere Leute sollen das auch kaufen und wollen das noch essen. Domme ist damit hat die Kelle abgelegt. Es ist ja wirklich, es ist ja widerlich. Brauche ich. Diese Förmchen, die sind ja eigentlich für Kuchen und für Törtchen. Aber naja, gut, mit Schoki wird das wohl auch gehen. Die ersten Schokofiguren à la Domme sind geboren. Ein Elefant und ein Frosch. Natürlich nicht als Hohlfigur, sondern als massiver Klotz. Mhm. So. Das wird einfach nur, also es wird nicht nice aussehen, es wird komisch aussehen, verkleckst, man kann die Figur nicht ordentlich erkennen. Es wird nicht lecker schmecken, weil es einfach nur pure Schokolade ist, nicht mit einer Füllung drin, nix. Und das will die teurer verkaufen und dann ist es auch noch abgelaufen. Ha, mein die hat Fantasien. Kleiner Frosch, vielleicht wirst du ja zum Prinzen, wenn ich dich küsse. Schade. Aber lecker bist du. Ich habe jetzt erstmal genug gearbeitet. Ja, vor allem, den verkauft sie einen Frosch. Also wenn sie Abnehmer findet, ja, dann muss sie ein bisschen, auch ein bisschen ihre Betriebsfläche erhöhen. Ja, und auch ihr Pensum ein bisschen erhöhen. Die Arbeit, die macht so müde. Aber ja gut, hart gearbeitet, Domme. Hart gearbeitet. Also wirklich, du hast ja wirklich, also krank gearbeitet fast schon. Okay, die kocht ja sowieso von alleine. Da kann ich ruhig mal ein kleines Schläfchen machen. Und während sich die Arbeit von alleine erledigt, verfällt Domme in einen süßen Schokoschlaf. Das Wasser läuft über. Ich weiß nicht, wie man sich so mit Schokolade einsauen kann, wenn man einfach nur ein bisschen Schoki gegessen hat. Oh, wer ist das denn jetzt? Mensch, ich bin noch am Arbeiten. Och Mann, ich habe gerade von Willy Wonka in seiner Schokoladenfabrik geträumt. Und dann klingelt's an der Tür. Ja, dreimal dürft ihr raten, um wen es sich handelt. Es handelt sich bestimmt um die liebe Tante Marianne. Ja? 3 Minuten musst du warten. Jetzt ist auch Tante Marianne dabei. Das kann nur wieder Ärger bedeuten. Wie siehst du denn aus? Wie siehst du denn aus? Ich wusste, dass ihr genau diesen Satz sagt. Ah, ich, Tante Marianne und ich sind so Freunde. Da, also die, ne? Ich bin am Arbeiten. Wie sieht das hier überhaupt aus? Dass Domme so ausschaut, das soll mich echt nicht wundern. Nee, das wundert, also das ist auch nichts Neues mehr. Ja, dass Domme so voll mit Schoki ist, ja. Aber wo kommen denn die ganzen alten Adventskalender her? Wo kommt denn die ganze alte, vergammelte Schokolade her? Da steht in den Sternen. Nur Gott weiß, wir wissen es nicht. Aber was ist mit der Wohnung los? Ja. Alles voll Adventkalender. Ja. Was machst du denn hier? Ja, das sind die Sachen, die ich brauche zum Einschmelzen, die Schokolade. Und wo hast du die her? Ja, vom Herrn Großhändler. Vom Herrn Großhändler? Tickst du noch richtig? Da nimmt man Kuvertüre und nicht so ein Scheiß hier. Wieso, das lässt ja auch einschmelzen. Was ist denn das überhaupt? Das ist... Kuvertüre, okay, damit kenne ich mich jetzt auch gar nicht aus, aber wahrscheinlich zum Einschmelzen einfach so voll mit Schokolade einschmelzen, ist auch nicht so vorteilhaft, also... da müsste man schon auf die Ratschläge Tante Mariannes hören. Abgelaufen, das kannst du doch keinem mehr anbieten. Was machst du denn da schon wieder? Aber also das ist Domme egal. Aber das ist auch Dani egal. Ja, Dani haben wir auch so, die hat schon verbrannte Bratwürste verkauft, vergammelte Sahne hat die verkauft. Also das ist ein ganz beliebtes Geschäftsmodell bei Domme und Dani. Ja, einfach vergammelte Sachen, weil sie halt günstig sind oder umsonst zu bekommen sind, einfach an die Menschen verticken, ja. Hä? Schokolade kann ablaufen? Ja, bei dir nicht, aber Schokolade kann schon ablaufen. Also in Dommes Kosmos kann Schokolade nicht ablaufen. In Dommes Kosmos, da finden ganz, ganz andere Dinge statt, Freunde. Von denen, wir wissen gar nicht, dass sie existieren, ja? Kann nicht sein, Schokolade läuft nicht ab. Ich meine, die Wurst, klar wird die schlecht, die wird dann grau und die schmeckt dann komisch. Aber Schokolade, die läuft nicht ab. Naja, aber... Das schmeckt gut. Hier, probier mal. Lass mich damit. Die hat jetzt nicht gerade einen Klecks von ihrem Sabbermund genommen und den angeboten, dass Tante Marianne meine Runde schlecken soll. Hier, probier mal. In Ruhe, spinnst du oder was? Ja, spinnst du. Also wirklich. Hackt's. Was riecht das denn hier so? Oh nein, die Schokolade ist jetzt auch noch angebrannt. Brennt bei dir irgendwas? Oh.
Nee, eigentlich. Geh mal an die Seite, Mensch. Oh Mann, alles muss Tante Marianne machen. Sag mal, Domi, kriegst du noch irgendwas hin in deinem kleinen Leben? Das ist ja unglaublich. Selbst die Schokolade brennt an. Das qualmt in der Küche wie nichts Gutes, ja? Die drei Schornsteine. Was hast du denn hier? Die Frau ist eine Gefahr für sich und alle Leute drumherum. Ja, wie kann die denn den Herd auf volle Pumpe? Danke, gut auf den Punkt gebracht. Diese Frau ist eine einzige Gefahr für die gesamte Menschheit. Wir stellen die Fackel hier noch alles ab. Boah, und wie stinkt das hier? Absolut. Boah, das gibt's doch gar nicht. Was hast du hier gemacht? Ich hab gearbeitet. Krank gearbeitet, Domme. Also wirklich, ja, oder? Pint oder was? Nein. Nicht die ganze Zeit. Die ganze Küche steht unter Qualm. Du fackelst hier die ganze Bude ab, Mann. Jetzt übertreib doch nicht. So schlimm ist das auch. Hier wird gar nicht übertrieben. Ja? Du hast schon wieder mächtig Bockmist gebaut, Domme. Ja? Da ist nicht nur Tante Marianne sauer, da bin ja auch ich sauer jetzt, ja? Ach, Tante Marianne soll sich nicht so anstellen. Ich meine, hallo, in meiner Küche brennt sie mindestens einmal im Monat. Aber guck mal, ich habe sogar schon drei Feuer. Den Satz habe ich jetzt erst realisiert. Das hat ein bisschen gedauert. Ja, also was stellt die sich so an? Also bei mir brennt es halt regelmäßig in der Küche. Ja gut. Komm, fertig. Die drei? Ja. Dafür so eine Sauerei? Ja, da ist ja auch noch Schokolade drin. Ja, und vor allem an dir dran. Dann zeig mir mal dein Meisterwerk. Also da ist alles dran falsch. Das ist nicht geschäftlich aufgebaut, das ist nicht effizient. Sie hat nicht produktiv und effizient gearbeitet. Also das schmeckt furchtbar. Abgelaufene Schokolade, schlechte Form, schlechte Qualität, nicht in Masse produziert. Also das ist alles falsch. Das ist alles falsch. Sie kann ihren kleinen Schokoladenbetrieb, so wie er dort jetzt ist, einfach direkt einstellen. Das ist das Beste für sie und das Beste auch für alle anderen. Zeig mir das mal. Ja. Oh nö, oh scheiße. Was ist das denn bitte? Domme, was machst du denn nur? Damit verbringt Domme ihre Zeit. Ja, sie wissen alle, Zeit ist das wertvollste Gut. Und Domme verbringt mit diesem Stuss ihre Zeit. Ja, aber vielleicht kann man das ja irgendwie drankleben. Ja. Freunde, bevor dieses Trauerspiel hier weitergeht, machen wir kurz die Grüße. Grüße gehen raus an die Magangster, an das Kanalmitglied, an Inka Prochnow und an die Kommentare Sven Bender, an Maxim1094 und an Pia Gaking. Wenn du mir das Video auch grüßen willst, schreib einfach einen lieben Kommentar oder sei mir das Video der allererste Kommentar, Freunde. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ja, mit einem Tesafilmstreifen am besten. Ja, gute genau. Idee. Halt die Fresse, Kerl. Gute Idee. Was? Hat Tante Marianne gerade halt die Fresse gesagt? Also sag, Domme hätte das mit dieser... Domme hätte die zerbrochene Schokolade mit Tesafilm zusammengeklebt und ist weiterverkauft. Ganz normal. Ich denke, du willst... Das merkt man nicht mal, wenn das ein bisschen mit Tesa geklebt ist und so. Das merkt man nicht mal. Ja, Schokoladendesignerin werden. Auf der Rückseite sieht man das doch nicht. Domme, das ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg, den du hier gehst. Nee. Also mit Domme, das ist doch alles scheiße. Machen wir uns doch mal nichts vor, hier so ein Frosch und dann so ein Elefant, weißt du? Du produzierst Elefanten, super. Passt ja. Wie Marianne immer auch auf Dissen ist, ne? Die sagt dir nicht nur, ey, lass das lieber sein oder so, sondern die immer also disst sie auch dabei immer, Domme, ne? Also es ist Weltklasse. Immerhin hat sie hier ihre Haare hochgestockt, ja? Und hat die ganze Pampe nicht in den Haaren, ja? Immerhin. So, aber wirklich, also das ist, Tante Marianne hat hier mit ihren Aussagen gerade mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen, meine Damen und Herren. Das, kann man einfach so, wie es ist, direkt sein lassen, ja? Ich hab dir mal so Form geschenkt. Kannst du dich da noch dran erinnern? Warte mal, ich guck mal nach. Jetzt hilft sie wieder. Jetzt kommt wieder die gute Ader in Marianne raus. Ja, jetzt wird wieder geholfen. Vincent, guck mal, das ist doch viel hübscher. So ein Schneemann und so ein Engel. Doch richtig süß. Ja, die sind echt süß. Ich erkläre dir das jetzt mal, wie du das am besten machst. Och, schieb das mal da alles rüber. Ja, ja, mach weg damit. Mach das mal. Ja, ja. So, pass auf. Okay, sie zeigt dir das jetzt. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. So, jetzt nimmst du die Schokolade. Packst die da rein und vor allem auch immer schön in die Ecken. Mhm. Das ist ganz wichtig, sonst sieht das hinterher so abgefressen aus, wie dein Frosch da. Ja, richtig. So. Aha. Ja, ja, also, ne? Domme mitdenken ist nicht so deine Stärke, ne? Da muss man wieder Tante Marianne helfen, so. Und dann sind die Figuren noch ein bisschen kleiner, ein bisschen handlicher. Das kriegt man, glaube ich, auch eher verkauft, ja? Anstatt so einen Klumpen Vollmilchschokolade, was will man damit? Drei Stunden später. Mhm. So.
meine Liebe, jetzt sind die fertig. Und was hast du da jetzt mit... Dommel ist am Keksfutter, ein ganz normales Bild, völlig mit Schokolade verschmiert und futtert einen Keks. Vor? Ja, ich wollte jetzt in den nächsten Schokoladen gehen und versuchen, die zu verkaufen. Naja, wohl ich glaube, dass die nicht so zum Verkauf geeignet sind, aber wie das hier aussieht, eigentlich hast du ja gar nichts mehr zu verlieren. Nee. Aber... Das ist gut zusammengefasst, eigentlich, die hat gar nichts mehr zu verlieren. Mach einfach so, das ist alles auch eh müßig, Dommel. Das ist ja, also du bist eh... Also ich sag's ungern, aber bei Dommel ist Hopfen und Malz verloren, ja? Wenn du das schon vorhast, dann pack die wenigstens schön ein und vor allem zieh dich vernünftig an. Denn denk dran, du willst vielleicht mal Geschäftsfrau werden. Ja, richtig. Also dann jetzt nicht mit Anzug und Krawatte am besten, aber in diesem Aufzug, ja, wie du da rumläufst, das kannst du keinem antun. Und da wird auch niemand deine tolle Schokolade kaufen. Wie wir Dommel kennen, die würde so direkt einfach in die Stadt gehen und die Sachen verkauft wollen. Genauso wie sie ist. Nicht sauber gemacht mit dem dreckigen Shirt. An sowas denkt Dommel gar nicht, ja? Dafür muss natürlich Managerin Tante Marianne dabei sein, ne? Ja. Okay. Ich finde da schon was, was ich anziehe. Okay. Da fällt mir schon was ein. Was hat Marianne eigentlich immer gegen meine Klamotten? Ja, okay, dann mach ich das. Weil du rumläufst wie ein Vollasi, Dommel. So, Dommel ist was in den Kopf gekommen. Aha, oho, okay. Bin ich jetzt sehr gespannt, was jetzt für eine sagenhafte Idee ist. Mich halt schick. Ich hab da auch schon eine Idee. Oh nein. Am nächsten Tag. Dommel hat in ihrem kleinen Kostümfundus das passende Outfit. Das Kostüm kenne ich schon aus einer anderen Folge. Fit für ihr erstes Geschäftsgespräch in einem Schokoladendelikatessenladen gefunden. Hallo. Guten Tag. Sind Sie die Chefin hier? Ja, was? Sie geht jetzt mit ihren Sachen in dem Aufzug, geht die jetzt in ein Schokoladenfachgeschäft. Okay. Das kann ich für Sie tun. Ich habe ja so Schokofiguren, die würde ich gerne verkaufen. Kaufen Sie denn auch Schokolade an? Ja, generell schon. Zeigen Sie mal, was Sie da haben. Ja, die sehen leicht geschmolzen aus. Ja gut, die sind jetzt in meinem Arm ein bisschen geschmolzen. Also. Und die haben Sie selber gemacht? Oh nein, also immerhin redet sie mit Dommel. Sie redet immerhin mit Dommel. Ja, also das ist doch... Dommel, glaubst du jetzt nicht ernsthaft, dass ein Schokoladenfachgeschäft, was wirklich darauf spezialisiert ist, deine komischen Sachen da kauft mit abgelaufener Adventskalender-Schokolade? Ja, die habe ich selber gemacht. Wow. Schön sind Sie auf jeden Fall. Haben Sie ein Gewerbe schon angemeldet? Gewerbe? Nee. Ja, das bräuchten Sie auf jeden Fall. Und Gesundheit? Genau, weil Dommel hat natürlich mit ihren Schokoladenweihnachtsmännern natürlich Gewinnerzielungsabsicht, ne? Da soll natürlich ein bisschen Patte gemacht werden, ne? Da soll ja ein bisschen Cash gemacht werden, so, ne? Da brauchst du ein Gewerbe, Dommel, ja? Und das musst du jetzt gerade eine Chefin einer Schokoladenfach-Dings erklären, ne? Gesundheitszeugnis? Haben Sie sowas? Ein Gesundheitszeugnis? Aber ich bin doch gesund. Ja, ja, das glaube ich Ihnen schon. Aber Sie müssen trotzdem eine Genehmigung dafür haben. Was? Da muss man so viele Sachen bei beachten. Gesundheitszeugnis, Dommel, weil du Lebensmittel produzierst, das sollen Leute essen. Und die wollen nicht mit dem Pfiffi danach auf Toilette rumhocken. Das heißt, du musst da ein paar Bedingungen, ein paar Voraussetzungen erfüllen, ob du es glaubst oder nicht. Ich dachte, das wäre viel einfacher. Ja, nee. Also, Dommel, du denkst ja auch immer, das Leben ist alles, das ist einem alles zugeflogen gekommen. Komm. So easy ist das alles nicht, ja? So macht das keinen Spaß. Nee. Wo haben Sie die überhaupt hergestellt? Zu Hause, in meiner Küche. Oh, okay, aber auch die Küche muss abgenommen sein. Hygienestandards? Doch nicht bei Dommel. Nee, also, da kommt es mir auch direkt hoch. Hygienestandards werden bei Dommel ganz klein geschrieben. Abgenommen? Ja. Abgenommen hört sich gar nicht gut an. Nee. Mal ganz ehrlich, wie viele können Sie denn am Tag so herstellen? Ja, also ich habe so 6 Formen zu Hause, also so 30, 40 würde ich hinbekommen. Im besten Fall ist, Sie stellen auch 50 solche Formen her. Das ist, also mehr als 50 Cent verdienen Sie nicht pro so eine Form. Und bei 50 Stück, das sind 25 Euro am Tag. Vorausgesetzt, ich verkaufe die tatsächlich alle 50 am Tag. Die wird keinen einzigen verkaufen. Also diese, wir haben jetzt auch keine Nahaufnahme gesehen. Die sahen von der Perspektive, wie wir sie jetzt ein bisschen gerade wahrnehmen konnten, sahen die katastrophal aus. Deswegen würde ich sagen, da wird gar nichts verkauft. Da wird gar kein Umsatz gemacht. Dass diese Frau überhaupt in irgendeiner Weise interessiert ist und Dommel weiterhilft, ist schon sehr ehrenhaft. Es tut mir leid, aber ich glaube, davon können Sie nicht leben. Nee, absolut nicht. Das ist viel zu wenig. Ja, viel zu wenig. Was
hast du denn gedacht, wie viel du verdienst? Hat er jetzt gedacht, ich verdiene eine Million mit 50 Schokoform am Tag oder was? Sag mal, also, wo lebst du denn? Überlegen Sie sich nochmal. Ja. Okay, mehr kann ich für Sie leider nicht tun. Trotzdem danke. Bitteschön. So, tschüss. Ja, komm, oh, na, toll, dass man da so wenig bei verdient. Das habe ich mir anders vorgestellt. Also das mit den Figuren, das kann ich mir abschminken. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Die Schokoelfe ist am Boden zerstört. Domme braucht einen Plan B. Zu Hause wartet Tante Marianne bereits gespannt auf ihre Nichte. Diese traurige Musik und die, ich bin null traurig. Domme hat einfach wieder, also das war ein kräftiger Schuss in den Ofen. Kann sie weiterhelfen? Oh mein Gott, Dommel, wie siehst du denn aus? Stell dir vor, jemand will mit dir Geschäfte machen und kommt mit so einem Kostüm zum Treffen. Da gehst du doch rückwärts. Also Domme, das klappt hinten und vorne nicht. Warum denn? Weißt du, wie du aussiehst? Wie ein zerplatzter Käfer. Ja. Nein, ich bin eine Schokoladenfigur. Schokoladenfigur, ja. Du hast Knall. Warum? Das sieht doch gut aus. Du hast gesagt, ich soll mich schick machen. Schick? Aber nicht verkleiden, wir haben doch keinen Karneval. Mann, wie soll das denn klappen, wenn nicht mal Tante Marianne hinter mir steht? Nee. Und Tante Marianne ist sehr, sehr optimistisch noch mit dir. Also sie ist realistisch, aber auch noch sehr optimistisch mit dir. Glaub mir. Wenn die schon was sagt, dann hast du einen kompletten Fehlkopf gemacht. Muss jetzt auf jeden Fall eine neue Idee her. Weißt du, was hast du denn davon gehabt mit deinen Schokofiguren? Das ist traurig. Also ich gucke auch, ich guck in Mariannes Gesicht, das ist einfach, Marianne denkt sich innerlich auch einfach so, yo, ich gebe die Hoffnung in diese Frau halt auf. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist doch nicht so gerade in eine Schokoladenfachfabrik gegangen. Nee, das hat nicht so funktioniert. Nee. Der wollte ihn nicht haben. Wie hast du die überhaupt eingepackt? Ja, hier, das Papier vom Adventskalender. Weißt du was? Du hast echt einen Socken. Oh nein, die hat die Folie vom Adventskalender wiederverwendet. Also recyclingtechnisch und umwelttechnisch ist das super. Aber so verkauft man keine Produkte. Schuss, weißt du das? Die musst du schön verpacken. Schön in so schöne Folientüten. Ja, so ein Schleifchen. Managerin, also lass einfach Tante Marianne alles machen. Mach einfach gar nichts mehr, Domme. Ist für, doch, Folien. Ich bin, also langsam ist bei mir ein kleiner Moodswing. Ja? Am Anfang habe ich über alles gelacht und fand alles amüsant, aber es ist aktuell einfach nur noch traurig. Ich kann darüber nur noch den Kopf schütteln. Wirklich, da lasse ich die Schultern hängen. Und zwar beide. Gespart. Weißt du was, du bist echt bescheuert. Geld sparen. Deswegen hat er dir auch keine abgekauft. Ich hätte dir auch keine abgekauft. Nee. Ich wollte die halt einfach nicht haben. War ja abzusehen, dass das nichts wird. Meine 100 Euro hatte ich eh schon abgeschrieben. Ja. Aber vielleicht hat der Spuk jetzt endlich ein Ende. Also bei Domme, Tante Marianne hat ja 100 Euro Startkapital gegeben. Für irgendwelche Sachen, die Domme vorhat. Ja. Die hat sie schon abgestrichen. Da kannst du auch weit aufgeben, Marianne. Also wirklich von El Magi zu Tante Marianne von Herzen. Gib's einfach auf. Das macht keinen Sinn mehr. Also das war Business Domme verkauft Schokolade. Ich danke allen fürs Zuschauen. Freunde, wenn ihr noch nicht abonniert habt, mein Name ist Herr Margo, wir alle sind die Magen und wenn ihr dazu stoßen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, das könnt ihr natürlich unter den Videos, könnt ihr auch hier in der Ecke machen. Hier oben könnt ihr auch mein Instagram abchecken, hier seht ihr zwei andere coole Videos und dann sage ich vielen Dank fürs Anschauen, wir sehen uns morgen in einer frischen, neuen Video, haut rein, ciao, ciao, macht's gut, ne?